Heute geht es um das Thema Seitensprung und ja, welche Möglichkeiten es gibt, wie Sie damit umgehen können. Herzlich willkommen bei Your Friend. Your Friend ist Ihr Freund, auch Ihr Rechtsfreund in vielen verschiedenen Lebenssituationen. Das Thema Seitensprung in einer Beziehung ist natürlich ein Thema, das sehr, sehr schmerzlich ist, ist ein Thema, das noch ein Stück weit tabuisiert ist. Also man spricht nicht gerne darüber. Es werden aber auch auf der anderen Seite viele Geschichten darüber erfunden und es setzt sehr viele Emotionen frei, selbstverständlich. Und es gibt hunderte von Möglichkeiten, wie man mit einer solchen Situation umgehen kann. Es liegt im Endeffekt dann an den Partnern, egal in welcher Konstellation, wie sie mit diesem Thema, nicht einfach ein Thema zugegeben, aber trotzdem ein Thema unter vielen, dann letztendlich umgehen möchten. Wenn zwei Menschen sich zusammentun, wenn zwei Menschen sich davor gefunden haben und die Entscheidung getroffen haben, ein Stück weit des Lebens zusammen zu bleiben und zusammen zu gehen oder auch das gesamte Leben, dann ist in unserem Kulturkreis und in sehr, sehr vielen Kulturkreisen es an sich unmissverständlich, dass man dem jeweiligen Partner auch treu bleibt. Was heißt denn Treue? Wo fängt Treue an? Wo wird das Thema Treue überschritten? Auch da gibt es keine eindeutige Definition. Was bedeutet das? Das bedeutet im Endeffekt, dass alle Partnerschaften, also ob in einer Ehe oder in einer losen Partnerschaft, ob Mann, Frau oder Frau, Frau, Mann, Mann oder wie auch immer, also alle Partnerschaften immer mit diesen Themen zu tun haben. Alle, ausnahmslos alle. So, und da das ganze Leben im Endeffekt ein großer Fluss ist, weiß man natürlich am Anfang nicht, wohin die Reise dann wirklich geht. Also, Sie lernen jemanden kennen, irgendwann ziehen Sie zusammen, Sie verloben sich, Sie heiraten und dennoch gibt es nie eine Sicherheit, dass diese Beziehung tatsächlich über 10 Jahre gut geht, über 20 Jahre gut geht, bis zum Ende, nennen wir es Tod, gut geht. Sie wissen es einfach nicht. Man hofft es natürlich, selbstverständlich, aber im Endeffekt müssen Sie beide selber entscheiden, wie Sie mit einem solchen Thema umgehen. Also, wenn es zu einem, wie auch immer Sie es nennen, Seitensprung, hat auch mal gehört, Auswärtsspiel, was auch immer, wie Sie es auch definieren oder welches Wort Sie auch dafür benutzen, konfrontiert werden. Ja, ist egal, ob aktiv oder passiv. Und dieses kommt raus, also es wird irgendwann publik in Ihrer Beziehung, dann haben Sie tatsächlich eine Herausforderung. Wir möchten es nicht Problem nennen, Sie haben eine Herausforderung. Natürlich, es gibt, wie schon gesagt, nicht nur eine Möglichkeit, damit umzugehen, aber es ist natürlich schmerzhaft, ist ganz klar. Also, Sie werden Bücher über Bücher finden, Sie werden im Internet auch sehr viele Videos darüber finden, Sie werden Texte darüber finden und die allermeisten werden Ihnen dann raten, okay, es gibt mehrere Möglichkeiten, entweder setzen Sie sich zusammen oder überwinden das, das kann auch Ihre Beziehung bestärken und verstärken oder es war für Sie ein dermaßener Vertrauensbruch, dass Sie Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin nie wieder vertrauen können oder Sie hatten intern eine Abmachung, das bedeutet, wenn nur Sexuelles im Spiel ist, aber keine richtige Liebe, wie auch immer Sie es definieren mögen. Da ist natürlich immer die Schwierigkeit, auch das ist kein Problem. Also Sie finden unglaublich viele Texte darüber. Und im Endeffekt kann Ihnen keiner dieser Texte in dieser ganz höchstpersönlichen Situation für Sie helfen. Sie kriegen dort keine Hilfe. Sie kriegen dort Ansätze.
kriegen vielleicht andere Meinungen, wie sie damit umgehen können. Aber im Endeffekt können nur sie beide es entscheiden, wie sie mit diesem Thema Seitensprung umgehen. Und da ist alles okay. Wenn es für sie beide sich als Riesenproblem nach und nach in der Zukunft herausstellt, dann merken sie es. Dann müssen sie sich vielleicht trennen. Später. Oder sie müssen sich direkt danach trennen, weil sie es nicht aushalten. Oder sie kommen einfach nochmal zusammen oder ihre Beziehung, die gerade auf der Kippe stand, wird viel, viel inniger, viel besser, weil sie endlich so sehr gelitten haben, ja, bis sie nicht mehr leiden müssen. Und dieses nicht mehr leiden müssen, dem folgt im Endeffekt darauf eine Kommunikation. Sie haben zusammen mal Sachen beredet, die sie sonst nie zusammen in ihrer Beziehung haben bereden können. Zum Beispiel. Also es gibt so viele Varianten, wie sie mit diesem Thema Seitensprung umgehen. Es ist höchst persönlich. Sie beide entscheiden. Und wenn Sie mehr erwartet haben von dem Video, lesen Sie Bücher. Holen Sie sich die Möglichkeiten. Es gibt nicht so viele. Ich meine, Sie können zusammenbleiben, dann leidet einer mehr als der andere, das merken Sie. Oder Sie leiden eben nicht, weil Sie sich ausgesprochen haben und es wird verziehen. Das ist übrigens auch was ganz Wichtiges. Wenn Sie dem Partner diesen Seitensprung verzeihen können, ich meine, das Verzeihen ist für uns Menschen das Größtmögliche, was wir anbieten können. Also wirkliches Verzeihen. Auch darüber nicht mehr zu reden und das auch irgendwo wegzuklammern. Es darf einfach auch nicht mehr belasten. Sehr, sehr schwierig, aber machbar. Das bedeutet, dass sie enormes Mitgefühl auch haben können. Das bedeutet im Endeffekt, dass sie ihr Leben selber in die Hand nehmen, dass sie auch ihre Emotionen damit selber in die Hand nehmen. Ist Ihre Partnerin oder Ihr Partner deswegen ein schlechterer Mensch, weil es mal passiert ist? Sie stecken 30 Jahre in der Ehe. Man kann es auch freundlicher sagen. Wir haben 30 Jahre eine gute Ehe geführt. Trotzdem kann es passieren. Oder sind beide noch jung und trotzdem ist es passiert. Warum? Ein Glas Alkohol vielleicht zu viel oder Weihnachtsfeier oder was auch immer. Es gibt hunderte von Möglichkeiten. Also, was wir Ihnen damit sagen möchten, gehen Sie damit so um, wie Sie damit umgehen möchten. Und wenn Sie wirklich darunter so sehr leiden und das Leiden auch kein Ende findet, innerlich, das spüren Sie, dann müssen Sie handeln. Das Handeln kann sofort sein, das Handeln kann morgen sein, das Handeln kann dann erst in 3 Wochen sein, 3 Monaten, in 3 Jahren, wie auch immer. Sie merken es. Wenn Sie aber die Beziehung so gut empfinden und Sie es wirklich verzeihen können, und das auch dann überhaupt keine Rolle mehr spielt, und dass Ihr Verstand das auch nicht immer dauernd, das macht er übrigens ohne Ihr Einwirken, dass Ihr Verstand es dauernd immer wieder nach vorne drängen lässt. Ja, wie so eine alte Schallplatte, die dauernd gespielt wird von allen Seiten. Das merken Sie, was Ihr Verstand mit Ihnen macht. Wenn Sie das hinbekommen, dann können Sie frei entscheiden. Ja, meine Partnerin passt. Ich liebe sie. Mein Partner, der ist toll. Was vor 4,5 Jahren passiert ist, meine Güte. Ja, was soll's. Das Thema ist unendlich. Solange wir Menschen da sind, gibt es dieses Thema. Gehen Sie damit so um, dass es Ihnen nicht wehtut. Irgendwann muss das Leiden ein Ende haben. Das ist das, was wir Ihnen anbieten können. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Und wenn Sie dazu Fragen haben, Sie wissen, wo wir sind.